herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist in Wien zugeschaltet und es ist dies der Georg Jocham. Georg, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Christoph, herzlichen Dank für die Einladung. Wir wurden ja durch Olaf Kapinski zusammengebracht, mal ursprünglich. Und er war ja auch hier schon im Berufspodcast. Und es freut mich jetzt auch, dass du jetzt auch hier bist. Weil du bist ja Geschäftsführer der GJ Entscheidungsakademie GmbH. Und hast nach deinem Studium dann gleich in der Strategieberatung gearbeitet, warst dann bei der Post und bei der ÖBB in Österreich und bist seit 2016 mit deinem eigenen Unternehmen unterwegs. Und da geht's ja in erster Linie um das Thema Entscheidungsvorbereitung. Und ich freue mich sehr auf deine Ausführungen heute, weil das Thema Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu finden und Entscheidungen vorzubereiten, ist ein sehr wichtiges. Und ich habe den Eindruck, dass wir hier sehr viel von dir heute mitnehmen können. Gerne möchte ich dir die erste Frage stellen. Und zwar, wenn du dich so vorstellst, hast du da einen Elevator-Pitch? Und wenn ja, wie lautet der? Ja, gute Frage. Ich, ganz ehrlich, ich mache normalerweise gar keinen Pitch, sondern ich mache häufig einen Elevator-Dialog. Weil ich finde, das, also du kennst es vielleicht, da spricht einer Minute lang und der erste hat schon, der andere hat schon nach 10 Sekunden abgeschaltet. Deswegen, ich finde es eigentlich netter, wenn du in den Dialog gehst und ich spreche dann mit den Leuten und ich sage, Christoph beispielsweise, hast du einen Chef? Ja, dann in deinem Fall würdest du sagen, nein oder weiß, ich brauche gar nicht weiterreden. Und die meisten Leute sagen ja. Und ich sage, ja, mach dir immer, was du willst. Dann sagen die meisten, nee, der macht nicht immer, was ich will. Ja, kennst du das, dass du in einen Termin gehst und eine Entscheidung haben willst? Und dann gehst du mit 3 Dingen raus, nämlich eine Menge Fragen, keine Entscheidung und einen Arbeitsauftrag. Und wenn die Leute dann sagen, ja, das kenne ich, dann sage ich, dann lass uns weiterreden, weil ich da genau das Problem löse ich. Ja, fantastisch. Wunderbar. Jetzt lass uns mal vielleicht mal ganz kurz zurückgehen. Was hast du nochmal studiert und wie hat dann deine Karriere tatsächlich begonnen? Also was ich studiert habe, hat mit dem, was ich heute mache, ganz wenig zu tun. Ich habe Bauingenieurwesen studiert und BWL in Innsbruck, Wien und Rom. Also ich habe vor 20 Jahren war das quasi die perfekte Studienkarriere. Das musstest du machen, wenn du später in die Strategieberatung oder ins Investmentbanking wolltest, also Auslandserfahrung und Doppelstudium. Ich habe mir sagen lassen, das macht heute jeder, aber damals war es was Besonderes. Und ja, das ist der Hintergrund. Okay. Und du hast aber dann gleich in der Beratung angefangen, ist das korrekt? Genau. Ich bin im Anschluss ans Studium, konnte ich an die Uni als Assistent, habe aber gesehen, Roland Berger zahlt 3-mal so viel und bin dorthin. Und bin dann dem Ruf des Geldes gefolgt und war dann die klassischen 3 Jahre in der Strategieberatung und international auf Projekten unterwegs. Genau. Okay. Und nach der Strategieberatung warst du dann bei der ÖBB, habe ich ja kurz. Ja, noch 2 Jahre bei der Österreichischen Post und dann bei den ÖBB. Und die letzten 5 Jahre meiner Nicht-Selbstständigkeit, wenn man so will, oder inzwischen bin ich ja mehr Unternehmer als Selbstständiger, habe ich das Konzern-Controlling im ÖBB-Konzern geleitet. 40.000 Mann, 240 Leute fachlich vorgesetzt, also Vorstand minus 1. Das war mein höchster Karriereschritt, wenn man so will, im Konzernumfeld. Mhm. Okay. Und was hat dich dann bewogen, dein eigenes Geschäft da aufzubauen? Also ich habe es mir, glaube ich, spät eingestanden, aber der Grund war letztlich, ich wollte mehr werden und ich habe da eine Art gläserne Decke erreicht. Und gläserne Decke heißt, der Vorstand, der damals die Calls gemacht hat und gesagt hat, wer was wird, der war nicht mein Freund. Ja, und damit hatte ich keine Chance und das ist auch nichts Ungewöhnliches. Und dann habe ich gesehen, wenn ich dort nichts werde, dann darf ich mir was anderes suchen. Und dann nach ein paar Versuchen war es einfach die Selbstständigkeit, die mir das am ehesten ermöglicht hat, nochmal richtig Karriere zu machen. Und auch Geld zu verdienen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich wollte das, ich hatte den Ehrgeiz. Und das war halt die Möglichkeit, wo ich das erreichen konnte und kann heute. Okay, schön, oder? Und was machst du jetzt ganz genau heute? Was ist so dein... Also ich habe das kurz angesprochen, aber ich möchte es dann nochmal von dir nochmal hören. Ja, also im Wesentlichen bin ich Trainer. Das heißt, ich trainiere Expertinnen und Projektmanager vor allem, aber auch Führungskräfte eher weiter unten in der Organisation. Und ich trainiere die darin, Entscheidungen so vorzubereiten, dass Entscheider,
entscheiden. Das hört sich jetzt im ersten Moment komisch an, aber die zugehörige Situation kennt jeder. Ne? Also du bist ja in einer großen Bude, nördlich von 1000 Mitarbeitern, und dann hättest du gerne eine Entscheidung für ein Projekt oder für einen Kunden oder ist ja wurscht. Oder strategisch, Budget, ganz egal. Und dann bereitest du vielleicht eine Unterlage vor oder du bereitest keine Unterlage vor, ist auch egal. Und dann passieren in den Terminen ganz häufig drei Dinge. Und das erste ist, du kriegst eine Menge Fragen gestellt. Wenn du eine von den Fragen nicht beantworten kannst, dann kriegst du nicht die Entscheidung, die du wolltest. Und statt der Entscheidung nimmst du was aus dem Termin mit, nämlich einen Arbeitsauftrag. Und das ist was total Normales. Darüber denkt kein Mensch nach. Das ist so normal, dass es eigentlich in der Mehrheit der Meetings passiert. Und ich räume dieses Problem weg. Das heißt, die Leute, die mit mir gearbeitet haben, gehen in Meetings rein und mit Entscheidungen raus. Und zwar mit raschen und verbindlichen Entscheidungen. Das ist es. Das ist super. Das ist wirklich genial. Weil ich höre halt eben ganz, ganz oft, dass eben oft nicht entschieden wird. Aber jetzt könnte man fragen, okay, was hast du dazu gemacht oder dazu beigetragen, damit das zu einer Entscheidung überhaupt kommen kann? Oder? Ja, klar. Also das Problem, also in diesem Kontext hast du ja eine ganz schwierige Situation. Du hast ja zwei Menschen, die von sich gegenseitig glauben, dass der andere schuld ist. Also du hast denjenigen, die Experten, der sagt, ich hätte gerne eine Entscheidung und bereitet da was auf nach bestem Wissen und Gewissen und geht da zu einem Board oder zu einer Einzelperson und wird dann weggeschickt und sagt, ich habe doch alles richtig gemacht. Ja, ich habe mich vorbereitet, warum entscheiden die nicht? Ja? So, und auf der anderen Seite sagen die, ja, ich würde eh entscheiden, ich will ja sogar entscheiden, ich bin ja Entscheider, ist ja mein Beruf. Aber mit dem, was man dir am Tisch legen kann, kann man ja nicht entscheiden. Also das ist so dieses wechselseitige Fingerpointing in der Situation. Und ich sage, setz mal doch bei den Menschen an, die den größeren Schmerz haben, und das sind nicht die Entscheider, sondern die unten. Ja, das sind die Leute, die in ihren Themen nicht vorankommen, die in ihren Projekten nicht vorankommen, und zeigen wir denen, was sie tun können, damit sie eine Entscheidung kriegen. Und das ist deutlich mehr, als alle glauben. Mhm. Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben, damit man das noch sich ein bisschen besser vorstellen kann? Ja, klar. Also stell dir vor, oder muss ich ein Beispiel erfinden? Ja, klar. Also letzte Woche bei einer großen deutschen Versicherung. Ja, da gibt es eine Leiterin Personalentwicklung, zitiere ich jetzt gerade. Die geht zu ihrer Vorgesetzten und die weiß, die Termine laufen eigentlich nie gut. Und es geht darum, einen Workflow, den es heute schon gibt, der aber total dysfunktional ist. Was machen wir jetzt mit dem? Und ich habe eine Kollegin, wir nennen sie, ich erfinde jetzt einen Namen, damit ich jetzt nicht zu sehr sage, wer es ist. Wir nennen sie Sabine. Ja. Und die Sabine hat in der Vergangenheit sich immer was überlegt. Ja, sie hat überlegt, was man machen kann, und ist damit zu ihrer Vorgesetzten gegangen. Und hat dabei einen massiven Fehler gemacht, nämlich Entscheider wollen entscheiden, und deswegen brauchen Entscheider auch immer Optionen. Ja, wenn du einem Entscheider einen Vorschlag machst, machen wir sehr viele falsch, dann wird die automatische Antwort immer sein, ja, können wir da nicht noch was machen? Ja, gibt es da nichts anderes? Und deswegen ein winzig kleiner Trick, auch vielleicht als Takeaway für die Hörer, wenn du von einem Entscheider eine Entscheidung haben willst, dann biete ihm immer mindestens zwei Optionen und du wirst deine Entscheidungsquote massiv erhöhen. So, und die Kollegin, die Sabine nennen wir sie, ist jetzt hingegangen zu ihrer Chefin und hat gesagt, ja, wir haben drei Optionen, nämlich erstens, wir können sagen, wir stampfen diesen Workflow jetzt ein. Ja, wir machen jetzt mit dem Thema nicht weiter, weil wir auch wissen, wir werden ihn nicht fertig kriegen. Also der wird nie ins Laufen kommen. Zweite Möglichkeit ist, wir verschlimmbessern ihn weiterhin. Das heißt, wir tun da noch was und machen das noch besser, aber immer in dem Wissen, dass das nie so richtig gut wird. Und jetzt kommt der Trick. Und ich habe gesagt, probier noch eine dritte Option, nämlich biet deiner Chefin an, das Thema heute nicht zu entscheiden, sondern erst später. Deswegen dritte Option. Müssen wir es heute entscheiden? Nein, müssen wir nicht. Dritte Option, wir entscheiden es gar nicht heute. Wir müssen es auch gar nicht selber entscheiden. Wir können es nächste Woche mit in das Management-Meeting nehmen und dort was zur Entscheidung vorlegen. Und wenn du das machst, nämlich, dass du Optionen anbietest, die darfst du natürlich vorher überlegt und ausgearbeitet haben, wenn du die Optionen anbietest und du bietest auch die Nicht-Entscheidung als bewertete Option an, dann passiert was Magisches, nämlich die Entscheidungsquote verdreifacht sich. Und die hat sich bei mir, also am Start des Trainings, die hat dann sich bei mir gemeldet und hat gesagt, Georg, das ist Wahnsinn. Ja, ich habe es ausprobiert, das funktioniert ja wirklich. Und ich habe gesagt, ja klar, funktioniert es. Es gibt einfach eine Menge, wirklich eine Menge Sachen, die ganz einfach sind,
die würdest du dir nicht trauen oder auf die würdest du nicht kommen, und plötzlich entscheiden Entscheider und allen geht es besser damit. Ist dir mit dem Beispiel geholfen? Ja, absolut, absolut. Jetzt interessiert mich noch das Thema eben Schluss mit Folgetermin und Wiedervorlagen. Jetzt hast du ja gesagt, okay, es gibt ja auch eine Möglichkeit, das wirklich dann einen Folgetermin dann auch letztlich da anzubieten. Warum sagst du Schluss mit Folgetermin und Wiedervorlagen? Kannst du das vielleicht noch kurz ausführen? Weil die Schwierigkeit, also kann die Genesis auch erzählen, in der Vergangenheit habe ich mir immer überlegt, was ist eigentlich mit der Benefit, den ich leiste? Und dann habe ich gesagt, ja, schnelle Entscheidungen bekommen. Ja, wenn ich jetzt aber zu einem Mitarbeiter sage, schnelle Entscheidungen bekommen, dann versteht er das. Aber wenn ich das zum Vorstand sage, dann sagt er, was willst du von mir? Ich entscheide schnell. Das heißt, ich habe ja zwei Ansprechgruppen, die vollkommen unterschiedliche Botschaften brauchen. Und mein Buch heißt auch schnelle Entscheidungen bekommen. Das spricht aber nur diejenigen an, die Entscheidungen brauchen. Und ich habe dann überlegt, was ist denn der gemeinsame Schmerz, den beide Gruppen haben? Ja, und der gemeinsame Schmerz ist, dass aus sehr, sehr vielen Terminen es rausgeht, nicht mit einem Ergebnis, sondern wir brauchen jetzt einen folgenden Termin. Und das heißt, der Projektmanager genauso sehr wie der Vorstand, weil der Projektmanager weiß, er muss jetzt nacharbeiten und muss zu seinem Team zurückgehen und sagen, ja, wir brauchen noch das und die Analyse müssen wir noch machen und kommt mit dem Projekt nicht voran. Aber auch die Führungskraft, auch der Top-Manager ist sauer, weil der jetzt genau weiß, er muss jetzt zu seiner Sekretärin gehen und aus seinem ohnehin schon vollen Terminkalender in den nächsten 2 Wochen noch einen Termin rausquetschen. Und deswegen ist Schluss mit Folgeterminen und Wiedervorlagen, ja, sage ich selber nicht extrem sexy, aber es beschreibt den Schmerz, den beide haben, wie ich finde, recht gut. Wenn du einen Vorschlag hast, ich bin gern bereit, das auch anzupassen. Das ist sehr gut. Nein, das ist wunderbar. Das heißt, es erhöht natürlich massiv die Effizienz, oder? Ja, also das Lustige an der Stelle ist, es hilft allen. Ja, wenn du darüber nachdenkst, wenn es was bringt, dann, da bin ich natürlich auch ein bisschen Fan meines eigenen Produkts, das sage ich schon ehrlich. Aber es gibt keinen, dem es schadet. Ja? Die Mitarbeiter kriegen mehr Geschwindigkeit in ihren Projekten, sie kriegen mehr voran, sie haben mehr Erfolgserlebnisse, sie haben weniger repetitive Arbeiten und sinnloses Nacharbeiten, haben mehr Sinn, haben mehr Gestaltungskraft, haben mehr Freude an der Arbeit. Die Führungskräfte entlasten massiv ihre Kalender. Weil du kennst das ja. Ein Vorstand, dem du sagst, ich brauche einen 1-Stunden-Termin in den nächsten 2 Wochen, ja, der sagt, kein Problem, dann geht er zu seiner Sekretärin und die kriegt einen Tobsuchtsanfall. Ja, und das heißt, die werden massiv zeitlich entlastet und können sich um Dinge kümmern, die ihnen wichtiger sind. Weil du weißt es ja selber, ein Vorstand, ich war ja regelmäßig ein paar Jahre nah am Vorstand dran, man glaubt immer, die Leute sind so mächtig, die sind in Wirklichkeit auch extrem fremdgesteuert, die laufen in Wirklichkeit den ganzen Tag von einem Termin in den anderen. Und wenn ich denen sage, ich sorge dafür, dass du künftig 2 Stunden pro Tag Zeit hast, dich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen du dich beschäftigen willst, ja, dann braucht man nicht mehr weiterreden, dann ist das Thema durch. Das ist super. Wie geht das jetzt? Also jetzt hört jetzt jemand und sagt, Mensch, genau das brauche ich. Ja? Was mache ich da? Muss ich bei dir jetzt einen Kurs buchen oder ein Buch lesen? Oder wie geht das jetzt ganz konkret da vor? Das Erste ist, mir ist vollkommen bewusst, dass es schwer vorstellbar ist. Und das ist mir klar. Ja? Es hört sich so ein bisschen an wie Voodoo oder Magie. Und an der Stelle habe ich 2 Vorschläge. Wenn du sagst, lieber Hörer, liebe Hörerin, du kannst es schwer vorstellen, dann lade ich dich ein, komm zu mir mal, ich mache alle 2 Monate so einen Impuls für 1,5 Stunden, wo ich mich vor die Kamera stelle und ein paar Methoden vorstelle und herzeige. Dann kriegt man ein bisschen ein besseres Gefühl. Soll ich die Website sagen, wo man sich anmelden kann? Das ist ganz einfach. Auf jeden Fall, natürlich, genau. Das werden wir sowieso in die Shownotes dann nehmen. Und genau, das ist georgjocham.com, also Vorname-Nachname.com/Impuls. Und da ist immer der aktuelle Termin drinnen und dann kann man sich eintragen, kostet nichts. Und ich bin dann 1,5 Stunden vor der Kamera und zeige dann eine Auswahl oder ein oder zwei von diesen Werkzeugen. Also ich habe dann auf meinem Kanal. Jetzt müssen wir sagen, wir sind natürlich jetzt hier im Podcast, wenn wir sagen, von diesen Werkzeugen müssen wir vielleicht noch ganz kurz beschreiben, welche Werkzeuge. So, ich dachte, du zeigst das Video auch. Ich habe hier ein Kanban-Board hinter mir, da sind 15 oder 20 Werkzeuge drauf, die alle dazu geeignet sind, die Entscheidungsquote zu erhöhen. Ne? Und dann geht es.
Das heißt, man kann jetzt da schon mal diesen Impuls von dir mal mitnehmen. Und jetzt ist man nach dem Impuls, sagen wir mal, begeistert und sagt, okay, ich will das, ich will aber mehr. Was passiert dann? Was dann passiert ist, dann spricht man mit mir und dann setzen wir ein Programm auf. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, dass man sagt, naja, ich bin noch immer nicht ganz sicher, machen wir doch eine Pilotgruppe. Weil mit vielen Kunden machen wir mal eine Pilotgruppe. Und dann kommt entweder ich oder einer von meinen Trainern, hat eine Gruppe von Trainern, mit denen ich arbeite, kommt dann ins Haus, wobei virtuell ins Haus natürlich nur, und wir schulen dann eine Gruppe durch und schauen, ob das auch in der Organisation funktioniert. Und wenn wir sehen, dass es funktioniert, und das sage ich jetzt wieder ehrlich, es war noch nie anders, dann rollen wir das aus. Sensationell. Und das macht ihr dann eigentlich überall, also das ist ja dann gar, da gibt es ja keine Grenzen, das könnt ihr dann hier in der Schweiz genauso machen wie in Deutschland, in Österreich sowieso. Ja, also ich arbeite aktuell überwiegend in Deutschland, auch als Österreicher. Die meisten meiner Kunden sind in Deutschland, sind einige Österreicher und ein paar wenige Schweizer sind auch schon dabei. Sehr, sehr schön. Ja. Und deine Kunden sind dann, also bestimmte Branchen auch vielleicht oder ist das branchenübergreifend? Oder? Eine gute Frage. Ich versuche es noch immer rauszufinden. Es gibt Branchen, wo es schwieriger ist, es gibt Branchen, wo es leichter ist, aber ich arbeite wirklich branchenübergreifend. Mir ist aber bewusst, dass es Branchen gibt, wo es schwieriger ist. Ich gebe ein Beispiel. Wenn du schaust, Pharma ist schwieriger. Warum? Es gibt mehr regulatorische Vorgaben und deswegen hast du nicht so viele Freiheiten darin, wie du deine Entscheidungsprozesse gestaltest. Oder anderes Beispiel, öffentlicher Dienst oder in öffentlicher Hand ist schwieriger. Warum? Weil die Entscheidungsbereitschaft gering ist, aber auch dort funktioniert es. Also ich habe einige Kunden der öffentlichen Hand und es funktioniert auch bei denen. Deswegen, nee, es gibt keinen Branchenfokus, es gibt nur Branchen, wo der Schmerz größer ist und wo es ein bisschen schwieriger wird, aber es funktioniert überall. Wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Das hat ja irgendwie, muss ja bei dir etwas vorhanden gewesen sein, dass du gesagt hast, das Thema nehme ich jetzt bei mir. Das wird jetzt mein großes, der Bereich, auf den ich mich jetzt da konzentriere. Woher kommt das? Du, es ist relativ einfach. Ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe mich mit einer Schnapsidee selbstständig gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte das Thema, diese Methodenkompetenz problemlösen möchte ich einbringen. Ja? Und habe auf dem Thema herumgedacht und gearbeitet und habe nicht gemerkt in meiner Naivität, dass es kein Geschäft ist. Und war schon mittelmäßig verzweifelt mit dem Thema. Ja, also ganz viel investiert an Zeit und Energie. Und irgendwann ruft mich eine Projektmanagerin an und sagt, du bist doch ein Problemlöser, ja, wir haben ein Problem, vielleicht hast du eine Idee. Und die sagt zu mir, ja, bei uns sind regelmäßig die Projektmanager und Projektmanagerinnen laufen regelmäßig zum Vorstand, einmal pro Quartal und präsentieren 10 Minuten lang ihre Projekte. Und das funktioniert überhaupt nicht. Weil die hätten gern Entscheidungen und sie hätten auch gern Anerkennung, weil die arbeiten ja Tag und Nacht auf den Projekten und die kriegen sie nicht, beides nicht. Und der Vorstand ist auch sauer, weil der wird damit Komplexität quasi, zugeschissen. Also dem raucht man nach einer halben Stunde der Kopf und der weiß nicht mehr links und rechts. Und ob ich denn wüsste, was man da machen kann. Und ich habe dann gesagt, Moment, ich mache das seit 20 Jahren. Weil in der Strategieberatung und dann später im Konzern beim Vorstand war ein wichtiger Teil meiner Arbeit, Entscheidungen vorzubereiten. Und zwar so, dass die auch entscheiden. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das wer braucht. Dann habe ich den in einen Piloten gebaut, das war vor 4 Jahren. Und die waren total begeistert und haben mich dann voll gebucht. Und dann habe ich gesagt, das Thema muss gut sein und seit 4 Jahren, ich mache nichts anderes mehr. Also ich habe dieses eine Thema, ich bin vollkommen monothematisch, es gibt bei mir kein anderes Thema. Es gibt eine Vertiefung, aber es gibt nur das Thema, wie kriegen Projektmanagerinnen, wie kriegen Experten von Entscheidern Entscheidungen. Und du arbeitest aber da auch mit dem Team zusammen. Das heißt, du hast auch entsprechende Mitarbeiter, die natürlich da auch eingesetzt werden können, die gleichen Leidenschaften haben sozusagen. Ja, klar. Also ich arbeite mit Trainern, die auch Konzern kennen, weil du musst Konzern verstehen, damit du den Konzern trainieren kannst. Und es hat aber Ressourcengründe. Also ich bin auch in Corona-Zeiten komplett voll bis unter das Dach und deswegen habe ich irgendwann begonnen, vor 2 Jahren mir ein Trainerteam heranzuschulen, die meine Themen trainieren können. Und ja, genau. Super, fantastisch. Gab es auch irgendwelche Erkenntnisse in deinem Leben, da bin ich ganz sicher, wo du sagst, die waren jetzt für mich auch sehr, sehr wertvoll und die könnte ich hier an der Stelle auch gerne weitergeben, so vielleicht so 2, 3 Tipps, wo man vielleicht nutzen können.
Ja, ich glaube, also aus meinem fehlgeschlagenen Versuch zum Thema Problemlösen habe ich einiges gelernt. Nämlich habe gelernt, dass jeder, der erfolgreich ist, ohne es vielleicht so zu nennen, ein Problemlöser ist. Ja, jedes Produkt, das funktioniert, löst ein Kundenproblem. Jeder erfolgreiche Selbstständige löst ein Kundenproblem. Und auch jeder Mitarbeiter, der im Unternehmen erfolgreich ist, löst ein Problem eines Vorgesetzten. Und deswegen glaube ich, muss nicht stimmen, aber es wäre mein Tipp an der Stelle, wenn du Karriere machen willst, dann würde ich mal zwei Fragen stellen, nämlich welches Problem kannst du lösen? Also wo hast du die Capabilities oder wo hast du die Fähigkeiten oder wo kannst du Fähigkeiten erwerben, die dir helfen, ein Problem zu lösen? Und welches Problem willst du lösen? Also womit fühlst du dich wohl? Was macht dir Spaß? Und wenn du die beiden Dinge übereinander legst, dann bin ich überzeugt, und das ist jetzt, also das meine ich ganz ernst, dann wirst du nicht zu stoppen sein. Weil was machen denn die, und das weißt du ja auch, Christoph, was machen denn die meisten Leute? Die meisten Leute denken nie drüber nach, wo es ihren Entscheidern wehtut. Und wenn du dir das bewusst machst und vielleicht dich auch fragst und denen dann hilfst, dann bist du innerhalb von einer Woche da plötzlich der wertvollste Mitarbeiter. Aber das macht halt keiner. Sehr schön, absolut. Oder? Ja, ist fantastisch. Sehr, sehr schön. Super. Dann eine kleine philosophische Frage. Was würdest du als deine Bestimmung, deine Berufung, dein Life Purpose beschreiben wollen? Also, du hast mir die Frage im Vorfeld gestellt und ich habe auch drauf herumgekaut, weil ich finde die gar nicht einfach. Ja? Also es gibt ein Thema, das sich durch mein Leben zieht und das ist das Thema Wachsen und Lernen. Also das Permanente, das hab ich früher viel für mich gemacht, auch mit Büchern, inzwischen mehr mit Situationen und Menschen, dieses Permanente sich Dingen aussetzen und dabei wachsen, das finde ich persönlich spannend. In gewisser Konsequenz vermitteln wir das jetzt in der Kampagne ja auch. Also wir helfen den Leuten ja auch, Verantwortung zu nehmen für Entscheidungen, die eigentlich wer anderer trifft, um sie dann in letzter Konsequenz zu kriegen. Und das, was mich eigentlich so richtig umtreibt, ist, ich komme aus dem Konzern und ich habe viele, auch als Berater, viele Konzerne erlebt, die eigentlich nicht funktionieren, ja, die gefesselt sind und die gefangen sind. Und ich habe immer geglaubt, um die wieder in Bewegung zu kriegen, brauchst du irgendwie das Schwert, um den gordischen Knoten zu durchschlagen. Also quasi das CEO von oben, ne, der so richtig reinfährt und mal alles auf links dreht und dann geht es in Bewegung. Und ich bin dann drauf gekommen, nein, das funktioniert auch nicht. Also das ist eine Story, die man erzählt, aber es funktioniert häufig nicht. Und deswegen ist mein Credo halt diese Revolution von unten. Gebt den Leuten die Werkzeuge, dass Entscheider entscheiden und plötzlich passiert ganz, ganz viel. Ja? Wenn du den Leuten die Werkzeuge gibst, damit sie die Entscheidungen kriegen, die sie für ihr Geschäft brauchen, dann wird die Organisation plötzlich schnell. Und zwar ohne, dass oben irgendwer einen Schalter umgelegt hat. Und deswegen ist es dieses, ich habe es mal genannt, die Revolution von unten. Dann hat mein Verlag gesagt, so kann man kein Buch nennen, jetzt heißt es doch anders. Aber ich verfolge, wenn man so will, eine freundliche Revolution von großen Unternehmen von unten zum Nutzen aller Beteiligten. Sehr schön. Wunderbar. Gibt es auch irgendwelche Programme oder Internetressourcen, Apps, wo du sagst, die finde ich noch sehr hilfreich und kann ich an der Stelle auch empfehlen? Ja, gern. Ich habe das Gefühl, wofür ich zu viel Zeit verschwendet wird, ist das Thema Termine. Also jetzt Termine im Unternehmen, du hast eher Outlook und kannst eh reinschauen, aber gerade unternehmensübergreifend. Und ich verwende seit ein paar Monaten Calendly und ich glaube, es gibt auch andere Lösungen. Und seitdem will ich noch weniger eine Sekretärin haben. Spart extrem viel Zeit, ist extrem effizient. Du kommst den Leuten, mit denen du sprechen willst, viel näher. Das ist ein wunderbares Tool, kostet nichts in Wirklichkeit für das, was es bringt. Absolut, absolut. Du hast auch sicher einige Bücher, die dich selber begeistert haben, wo du sagst, die möchte ich auch hier gerne weiterempfehlen. Ja, gern. Zwei, wenn ich darf. Ja. Das erste ist das beste Führungsbuch, das keiner kennt. Das ist vom Thomas Hochgeschurz, das Buch Konsequent. Ja, es kennt fast keiner und es ist ein Roman über Führung. Also die Romanform ist sehr angenehm, finde ich, zu lesen. Es gibt es auch als Hörbuch übrigens. Podcast-Hörer hören auch gerne Hörbücher. Und es ist ein extrem schönes Buch, das erklärt, wie Führung funktionieren kann. Und ja, ich verrate gar nicht zu viel. Ich glaube, ich empfehle es regelmäßig und ich kriege dann als Antwort regelmäßig: Bist du wahnsinnig, ist das geil.
Und das zweite Buch ist auch so ein Buch, das dein Leben verändern kann, aber auch als Hörbuch zu empfehlen, nämlich vom Jens Korsen, den du vielleicht kennst, als Selbstentwickler zu beruflichem privaten Erfolg, kostet 50 Euro, gibt es nur auf CD, aber ist jeden Cent wert. Ich höre es einmal pro Jahr, immer kurz vor Weihnachten, von vorne bis hinten durch. Ist der Wahnsinn. Absolut empfehlen. Und ich kommt ja ein- oder zweimal im Jahr, ist ja immer hier in Zürich, und da war ich auch schon, das lohnt sich. Ich habe so einen Tag schon mit ihm verbracht, eigentlich schon zwei. Das ist wirklich, wirklich super. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wenn man das jetzt hört und mit dir Kontakt aufnehmen will, dann geht man mal auf deine Seite. Die kennen wir ja schon, georgjocham.com, oder? Genau. Ist das eine gute Möglichkeit, oder wie nimmt man am einfachsten mit dir Kontakt auf? Ja, wahrscheinlich. Man geht auf seine Seite und meine Seite und schaut sich das mal an. Da findet man dann auch, mit wem ich arbeite, meine Kunden und ein paar Testimonials, weil mir ist es ja bewusst, es ist ja schwer zu glauben, dass das alles geht. Und dann hilft es, wenn man sieht, dass das andere auch schon gemacht haben. Und das andere ist LinkedIn. Ich bin ein großer Fan von LinkedIn. Ich halte LinkedIn für das bessere Facebook und das professionellere. Und ja, und da kann man auf Vernetzen klicken. Und wenn da nicht draufsteht, ich helfe B2B-Kunden zu finden. Also wenn das nicht ein Sales-Bot ist, dann nehme ich auch jede Anfrage an und melde mich dann auch und gehe in den Dialog, wenn man mit mir sprechen will. Also meine Website oder LinkedIn sind die beiden Wege. Fantastisch. Jetzt haben wir dein Buch aber noch gar nicht so richtig besprochen gehabt vorher, oder? Du hast es noch ganz kurz erwähnt gehabt. Das Buch heißt Schneller Entscheidungen bekommen. Ist von mir, Georg Jocham. Ja, ich persönlich halte es für lesenswert, aber in Bezug auf seine eigenen Bücher ist man, glaube ich, kritisch. Ja, doch. Oder so werden wir auch entsprechend natürlich verlinken. Sehr gern. Super. Georg, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und schöne Grüße nach Wien. Christoph, danke für die Einladung, hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.